Jetzt gucken wir einfach noch, was wir so erreichen können. Sinsbilla kam zu mir. Beschwert sich darüber, dass Pribina sie tyrannisiert. Sie zertange Bett und sich keinen Schikaner an. Setzen sie. Faul. Feige. Lieber faul als feige, aber das wird natürlich voll das Scheiß. Hero. Ja. Bildung. Meine Reichspriester plus 50. Was sind Reichspriester? Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Glaubenskrempel. Neuigkeitsaussagen plus 100%. Da kommen wir jetzt in die Richtung, die ich brauche. Da auf die 4000 noch schnell zu kommen, bevor der hier zu alt wird oder nachher noch stirbt aus heiterem Himmel. Weiß man ja auch nie. Sieht. Sind alle miteinander verbündet irgendwie. Das macht das ultra schwer, hier irgendwas zu tun. Transylvanische Alpen. Tenia Muteni. Die Depotissa Sergia von Hellas mag mich eigentlich. Soll ich an das Stück Land hier kommen? Was? Das ist schwierig. So, wir... Wenn jetzt wieder so einen Mehrfachkrieg führen. Nein, der ist den. Der kriegt dann das hier. So, und sich das tun. Nee, wir machen das jetzt ja erstmal einfach mal über Ansprüche. Und noch Naumburg. Drei Kriege. So.
Begehrte Literatur. Ich werde davon, das Buch zu bekommen. So, das sind die beiden. Okay. Jetzt da. Könnte enger werden, als ich das geplant habe. Deswegen machen wir hier mal ganz kurz nochmal einen Aushebepunkt. Kriegerorden. Weil die im Kampf sind, schicken wir den Kriegerorden damit rein. Du solltest nicht das erledigt haben, dass die gewinnen könnten. Salzburg ist so gut wie durch. Du bist bei Norburg so wenig. Die haben doch nur das Land, oder habe ich das irgendwie falsch auf dem Schirm gehabt? Wo 22% sind. Dann noch was zum Erobern. Ne, Norburg ist erobert. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Haben wir hier irgendwo einen, der uns nicht mag? Würden wir dann in all unserer Großzügigkeit. Was hier? Dann hier letzte. Das Reich ist unglaublich geworden. Konkubinen anbieten? Nee. Nicht noch mehr Kinder, und ich muss ja immer schon gucken, dass ich nicht noch mit der Erbschaft hier vernünftig ist. Der ist auch schon 31 jetzt unser Erbe. Schüchtern, ungeduldig, unersättlich. Puh. Die hat mit uns eh nichts zu tun. Schüchtern sein. Ist aber für einen Herrscher das Allerschlimmste in dem Spiel, was wenn man schüchtern ist. Man kann nichts machen, ohne dass man ja fast wegen irgendwas Ärger kriegt. Königreich Kroatien können wir übernehmen.
Frömmigkeitsstufen Auswirkung. Dann gleich reformieren. Geil. Die 96%. Mein Scheiß. Na gut, dann da auch noch. Nach Netto. Müsste aber eigentlich relativ schnell gehen. Ja. Ach, Prestige ist echt schwierig. Plus 0,12 im Monat nur noch. Also wegen der ganzen Armee-Scheiße, die wir da jetzt haben. Der Krieg ist gewonnen. Alle nach Hause. Einer im Rat, der mich nicht mag. Ballen. Komm, der mag uns nicht. Da kriegt er dann auch noch hier Häuptlingsturm-Modus. Bitte. Großzügige Herrschaft. Das sind 20.000 Gold, also damit haben wir überhaupt gar keine Probleme mehr. 4.009 reformieren, wie viel kostet das? Das kostet auf einmal nur die Hälfte. Ja, genau. Okay. So, jetzt müssen wir genau gucken. Das ist halt das Problem. In einem Man-Modus, ich kann nichts speichern. Wenn ich jetzt Scheiße baue, dann bleibt das Scheiße. Euer alter Glaube wird als fehlgeleitet betrachtet. Meine enge Verwandtschaft wird konvertieren. 21 von 15 werden konvertieren. Was denn? Okay. Die werden nicht konvertieren. Ja. Eine Reform des Glaubens des Satru wird aus ihm einen organisierten Glauben machen. Organisierte Glauben haben Zugriff auf Religionskriege und ihre Ratsprediger sind besser darin, Grafschaften zu bekehren. Kirchenbesitztümer einführen. Eure Ratsprediger halten halt die Kontrolle über Tempel in eure Domäne. Glaube reformieren. Ja, Glaubensgrundsätze. Menschen ob. Haltung, Ehescheidung erlaubt. Haltung zumindest ist Vetternähen. Haltung zur Bastardlegitimierung verboten. Perversion verboten. Männliche Ehebruch verboten. Weibliche Ehebruch verboten. Verwandtenmord, keine engen Verwandten. Sonst ist Mord okay. Ja. Hexerei verboten. Wir sind jetzt einfach nur ein Erb. Warte mal. Feudal, oder nicht? Eine neue Epoche. Die alten Traditionen haben uns gut gedient und wir werden stets die in Ehren halten. Als Kaiser von Britannien bin ich jedoch zu dem Schluss gekommen, dass wir den Feudalismus und seine Prinzipien annehmen müssen, falls wir weiterhin gedeihen wollen. Das ist der nächste wesentliche Schritt auf unserem Weg zu wahrer Größe. Sehr schön.
haben wir das doch noch hingekriegt. War schon wieder ein Herzogtum zu viel. Dann gibt es da noch einen, der mich nicht so mag. König von Polen. Hm, super. Jetzt rein theoretisch, weil ich voll da bin, kann ich doch auch wieder einen neuen Krempel bauen, oder war das nicht so? Den Neues jetzt zu entdecken. Jawohl. Seht ihr neulicher Glaube? Eifer. Kein Glaubensoberhaupt. Ein Glaubensoberhaupt ist der formelle Anführer eines Glaubens. Die Macht des Wesens des Glaubensoberhaupts hängt von den Doktrinen des Glaubens ab. Manche Glauben haben ein klerikales Glaubensoberhaupt, andere hingegen ein weltliches Glaubensoberhaupt und manche haben gar kein Glaubensoberhaupt. Das dazu ist. Das sieht doch. Das hat, klasse. Gut, dass das funktioniert hat jetzt noch. Da können wir jetzt nochmal richtig hier reinbauen alles. Adrian 2. Kein Kult. Die Asatruische Reformation. Endlich habe ich es geschafft, alle wichtigen Goden der Welt zu versammeln. Nun können wir über unsere Glaubensgrundsätze sprechen und eine offizielle Doktrin festlegen, die unseren Glauben in die Zukunft führen wird. Und jetzt sprechen entflammte Goden darüber, große Religionskriege zu entsenden, die einen neuen Glauben in die Welt hinaustragen sollen. Und sie behaupten, dass man wahre Hingabe nur dadurch beweisen kann, dass man ihrem höchsten Gott Menschenopfer darbietet. Okay. Die erblühende Bewegung hat sich entschlossen, kein religiöses Oberhaupt einzusetzen. Stattdessen soll jeder Gode für sich selbst entscheiden, welche Lehren für sein eigenes Gotteshaus passend sind. Die Welt wird sehen, dass Odin uns bevorzugt. Jawohl, geht richtig los. Ich habe ein Buch gefunden. Ich hatte mich in mein Zimmer eingeschlossen. Seltsame Pulver über ein offenes Feuer sorgten für eine überwältigende Mischung von Hitze, Rauch und Gerüchen. Als ich versuchte, jene Dinge zu spüren, die in der Welt jenseits unserer Sinne warten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, ehe merkwürdige, nicht zu entschlüsselnde Visionen aus Licht und pulverisierenden Geräuschen zu mir kamen. Was das? War das nur meine Fantasie oder ein Blick auf das Göttliche? Kann man das überhaupt so genau sagen? Dass er da irgendwann. Nochmal. Dynastie der vielen Kronen. Opus Frasengius inspirieren. Wer ist das denn? Ihr habt nicht das Gesetz autonome Vasallen. Ja, das hat unserem Reich jetzt natürlich fantastisch, ne, aber richtig gut getan.
Also tue ich Arbeit, also eine leidenschaftliche Person ist Arsch und dieser Peggy in nah und fern launisches Wesen in ihr Hang und zur Gewalt berichtet. Eifer von der Saatruhe um 10 gestiegen, ja. Können wir jetzt einfach Religionskriege führen? Ah, da ist es. Religionskrieg um Königreich. Jawohl, einfach ein bisschen glauben und dann kann ich Königreiche erobern. Naro. Finde ich ja tendenziell geil, ne? Egal. Boah, ist Religion mächtig, ey. Dann geht es jetzt erstmal um. Herzogtum Pilsen und das Grafschaftshochland. Damit wir da die Lücke geschlossen haben. 16.000 haben, wie waren die denn her? Hier geht da drauf. Rein da, hallo. Was ist denn mit euch los? Wieso rennt er denn zum falschen Punkt? Genesen. Ja, sehr gut. Denn Schwindsucht nimmt man dann ab. Magersucht? Ah ja. Ist das Königreich Navarro? Wir machen wir hier. Schenke. Schenke für dich. Du willst das Königreich Navarro nicht. So. Nö. Bauernpöbel, ja. Geht hier irgendwo. Geht hier irgendwo noch eine Armee von mir?
Das ist erledigt. Wir können uns gleich einfach nochmal ein Königreich holen und dafür einfach nur Glauben ausgeben. Ja. Der Shit. Das ist aber echt krass, wie mächtig das dann ist. Mitglieder. Oh, die sind das schon direkt. Ja, geil. Schön. Ach Quatsch, wir brauchen noch... Wir müssen noch mal was abgeben. Titel davon. Der hat einen Sohn. Oh, nicht einen Enkel von meinem Titel. Mach was draus. Da ist das. Da, 2000. Vogtland nervt, wenn ich das mal sagen darf. Dauert länger als geplant. Sag mal, wie viele Dynastiemitglieder haben wir mittlerweile hier? 643. Gut. Größtenteils gerecht. Oh, wir können uns bald was bei den Vermächtnissen wieder neu holen. Ja, nice, nice, nice. Cool. Der Armee ist das trotzdem kein Problem. Die sind ja auch alle ziemlich verteilt. Aber mach da mal hin hier. Damit wir jetzt nicht im Nachhinein noch so viel aufholen müssen. Bistum, Stadt. Oh, nie. Also eigentlich muss es reichen. Reicht auch. So. Und wir haben wieder zu viele. Bruder und Champion von mir. Dann kriegst du auch was. Gut. Wir uns jetzt
um die Unabhängigkeitstypen wieder kümmern, die meinen, das würde klappen. Teilen wir die Armee mal besser auf. 23.000 und 15.000 sollte. Das reichen. Nein, das war der Krieger und der Geld wollte. Ich Idiot. Ich glaube, das wäre der nächste Aufstand. Ach, so ein Quatsch. Meine Tochter Natalie soll am Ort sein, das finde ich nicht. Sollte was gegen unternommen werden. Vielleicht auch da. Bei 4, da ist der auf dem Weg hin. Da ganz oben. Der ist da in den Westen und räumt da auf. Können Bündnis aushandeln. Wahlen überlebt. Ja, der war auch nicht wirklich alt. Gut. Nein. Ich will einen Mordkomplott gegen mich. Ah, da sind wir schon.
Weißt du, Giuseppe zitiert oft aus den heiligen Schriften unseres Glaubens. Ich sollte zeigen, dass ich aufmerksam war, indem ich selbst etwas zitiere. Am besten einen Abschnitt, der seiner Persönlichkeit schmeichelt. Ich mache mich daran, eine Passage auswendig zu lernen. Der ist um. Er sagt, ich schüchtern, maßvoll, nachsichtig. Sehr gut. Machen wir das. Wir sind Theologe, yay. Den Rest werden wir jetzt wieder nach Diplomatie geben. Bauernpöbel. Jetzt die Fraktion, die böse ist. Damit kommen wir klar. Damit kommen wir komplett klar. Wie alt sind wir denn? 53 sind aber eigentlich robust. Anspannung hält sich auch in Grenzen. Ist ja älter als ich. Ja, aber ich wusste es nicht. Noch ein Kind in unserer Dynastie. Was können wir tun? Ach ja, wir können ja jetzt hier so tolle Kriege führen. Eine Kultur ist eine neue. Oh, ein Alter. Neue Nationen sind verfügbar. Alte Befestigungsgebäude. Und Baden. Irgendwas am Bauen, ne? Höfe. E-Lager. Oh, man hat mit einer Versorgungsschwelle von 30.000, das ist so abnormal.
fahren. So, wie sieht's bei Hellas aus? Die sind verbündet mit Thessaliotis. Da ist es. Die Gelegenheit, den mal ein bisschen vor den Kopf zu stoßen. Verbündet mit dem Wali Fadl ibn Yahaf. Das da. 200. Genau das, auf die schon. Habe ich doch gewartet. Den mal kurz zu zeigen, was hier so los ist, ja. Ich freue mich nicht, die kleinen. Oh. Prost. Königreich von Tahert. Das brauche ich alles nicht. Nordafrika ist nicht das, wo. Das will ich. Ich will einmal leben in Invasions-Religionskrieg starten. Das ist mir absolut okay. Macht nichts. Dafür haben wir dann einen richtigen Konkurrenten so geschwächt, dass der uns nie wieder ärgern wird. Der ist so schwach, dass wir das nie verlieren werden, außer es mischt sich irgendwo was ein, was ich gerade nicht kommen sehe. Gut. Boah, immer so eine epische Mucke, das ist ja Wahnsinn. So. Es gibt eine kleine Revanche für die Kriege, die sie mir immer so geführt haben, und dann wird wieder feiern. Da freue ich mich drauf. Die ganze Zeit drauf gewartet. Und das würde uns dann auch fast ganz Spanien gehören. Ja, da werden zwar noch die Bauern da gleich irgendwann antanzen, die Ärger wollen. Warum? Was ist das für ein. Haben die wieder ein Bündnis, wo ich von nichts mitkriege, oder was? Scheiße. Na, kurz. Mein Wunder offen. Dann bekommt diese Armee her. Ihr habt mit dem Krieg doch nichts zu tun. Willst du mich verarschen? So einem Schwachsinn. Wo kommt der Pisser her?
Ja, scheiße. Ich habe doch hier gerade einen Titel abgegeben. Die Bauern. Ja. Da sind die Bauern. Sag mal. Ich bin doch jetzt nicht mit so einem Kack-Unabhängigkeitskrieg hier noch. In dem vielversprechendsten Krieg seit Ewigkeiten. Ich würde mich gern darauf konzentrieren können. Sind die nur leider, glaube ich, alle anders. Was können wir tun? Mal, ob wir das hinkriegen. Das mit der Bekehrung.
und denen hier ein Ende hätte. Also hier sind wir auf dem Weg. Okay. Das kann nicht wahr sein. Jetzt hast du hier den nächsten Dreckskrieg. Und da gewinnen die so deutlich. Das ist dumm. 2-4 gegen was können die gewinnen? Gegen. Dann müssen wir uns hier erstmal wieder um unseren Scheiß kümmern. Ich glaube, der geht gegen ziemlich. Guck mal, so schnell es geht, dass wir einfach auf weißen Frieden kommen hier in diesem Aufstand gar und dass wir dann vielleicht noch versuchen können, den Krieg zu gewinnen, was ich nicht sehe. 7-9. Das so, wir versuchen es mit 2 auf einmal. So, hier mit Angriff. Ich kenne nur mein Glück. Ich habe bestimmt die Belagerungsmaschinen im Unabhängigkeitskrieg. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet und ich werde da jetzt auch nicht. Einzige Möglichkeit, dass ich meinen Religionskönig-Kreiskrieg noch gewinnen kann, ist, dass ich die jetzt aufteile. Nein, 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 Fehler von mir. Fehler von mir. Da. Da. Und wir können ein neues Vermächtnis. Domänen, Steuer, gleiche Glaube, plus 5%, Glaubensschaffungsreformierungskosten, minus 20, mehr Frömmigkeit durch Pilgerreisen, plus 30. Na gut, Chance auf vererblich schlechte Vererbliche, minus 30. Können wir doch da besser werden. Da ist so, und die sind da auch nicht, ne?
können das uns zurück langsam dann erobern. Müssen wir haben. Da einen einzunehmen. Ballen übertragen, machen wir immer. Jetzt mit Sizilien können wir übernehmen. Mal schon. Da reicht mir, sehr gut, das hilft mir. Oh, dass wir auch ein starkes Sultanat da bekommen haben, als Verbündeten, nur nicht so ein Hans-Peter-Typen. Ich. Ja, da will ich nur einen weißen Frieden haben, damit wir weiter um das Königreich Andalusien da uns kümmern können. Dann können wir hier weiter. Schenke machen, dass wir da Ruhe haben. Ja. Was bei denen, glaube ich, eh irgendwie nie was bringt. Schon ins Plus, allein wenn wir hier da uns die Sachen zurückerobern. Natürlich auch nicht schlecht. Ich hätte mal einen aus 7000.
So. Da, da. Riesendes Interesse. Ein Kaufmann hat mir eine Probe einiger Samen geschickt von Pflanzen, die angeblich gut für die Gesundheit und den Geist sind. Ich muss gestehen, dass ich kaum Erfahrung in der Aufzucht von Pflanzen habe, aber wie schwierig kann das schon sein? Ich will nicht schon wieder die Schlacht verlieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Das muss aber trotzdem eigentlich gewonnen werden. Prima, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Dann müssen wir da hoch. Da sind irgendwelche Kriege die ganze Zeit am Laufen. Jetzt ist das schon wieder ein ganz anderes Reich. Macht das natürlich schwer, wenn du immer gerade am Erobern bist und dann kommen da. Ja, das Land gehört doch nicht mehr gerade dazu, wo du eigentlich am Angreifen warst. Und wir gehen auf die Jagd.
Ja, mal versuchen, den zu... Ja, Unabhängigkeitskrieg ist aufgehalten. Jetzt müssen wir halt gucken, inwiefern wir es schaffen, den Krieg um Andalusien noch zu gewinnen. Sieht schlecht aus, aber ja, mal abwarten.